Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen da nieder, aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Alles vergeht, Gott aber stehet, ohn alles Wanken, seine Gedanken, sein Wort und Wille hat ewigen Grund. Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden, heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen, halten uns zeitlich und ewig gesund. Psalm 8. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider, der Himmel ist Zeichen deiner Hoheit und Macht. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne. Allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel, ja mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Und dann lassen Sie uns auf die Schriftlesung hören, die steht im 1. Mosebuch im 2. Kapitel. Und wie immer die Bitte, gut zuhören, weil darüber werde ich gleich mit Ihnen einige Gedanken teilen in der Predigt. Ja, ich lese aus 1. Mose 2, die Verse 4 bis 14. Als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in der Steppe, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bebauen konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebenshauch in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Ein Baum, dessen Früchte unvergängliches Leben schenken, und einer, dessen Früchte ein Wissen geben, das von Gott unabhängig macht. In Eden entspringt ein Strom. Er bewässert den Garten und teilt sich dann in vier Arme. Der erste heißt Pishon. Er fließt rund um das Land Havila. Dort gibt es reines Gold
kostbares Harz und den Edelstein Karneol. Der zweite heißt Gion. Er fließt rund um das Land Kusch. Der dritte, der Tigris, fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Eine kurze Vorbemerkung zur Predigt bzw. zum Predigttext, den wir gerade gehört haben. Ich hoffe, dass Sie aufmerksam zugehört haben. Vielleicht sagen Sie auch, naja, den Text habe ich schon so oft gelesen, alles bekannt. Wirklich? Ich bin immer wieder neu erstaunt, obwohl ich schon lange mit der Bibel unterwegs bin, in welcher unglaublichen Kompaktheit da ganz tiefe Wahrheiten ausgesagt werden. Unglaublich. Und deswegen kann ich in der Predigt auch heute nur so eine kleine Schneise schlagen, im tiefsten Grunde nur einen Gedanken mit Ihnen teilen. Klammer zu. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Paragraph 1 bzw. die Präambel unseres Grundgesetzes. Ein Satz. Ein Fels in der Brandung geradezu, Ausdruck unserer demokratischen, toleranten menschlichen Gesinnung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn man mal ein bisschen drüber diskutiert, kann man durchaus als Christ auch die Auffassung vertreten, dass dieser Satz im tiefsten Grunde ja christlich inspiriert ist. Also ein christlich inspiriertes Fundament unseres Staatswesens. Ist das wirklich so? Und vor allen Dingen, ist diese Menschenwürde wirklich so unantastbar, wie wir denken? Ich habe zwei Informationen gefunden bei der Predigtvorbereitung, die mich doch wieder erstaunt haben. Also die eine wusste ich schon, egal, ich sage es Ihnen mal. Also die erste Information, die war für mich neu. Als der Parlamentarische Rat 1949 das Grundgesetz verabschiedete, verstand er das Gesetz zwar gegeben, wie es im Grundgesetz immer noch drinsteht, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen, aber den Begriff der Menschenwürde begründete man eben nicht christlich oder religiös von Gott her, sondern von einem allgemeinen sittlichen Wert. Warum? Weil beim Grundgesetzgeber Gott als Urgrund alles Geschaffenen nicht durchgesetzt werden konnte. Spannend, schon 1949. So sagt das im Übrigen Günther Dürich in seinem berühmten Kommentar zum Grundgesetz. Also es gibt keine christliche Begründung, keine explizit christliche Begründung oder religiöse Begründung der Menschenwürde. Zum anderen, 2004 habe ich mit Interesse eine Auseinandersetzung zwischen Ernst Wolfgang Böckenförde, einem ehemaligen Verfassungsrichter und dem Staatsrechtler und Neukommentator des Grundgesetzes Matthias Herdegen verfolgt. Und Herdegen versuchte damals in einem Neukommentar zum Grundgesetz den Begriff der Menschenwürde zu relativieren. Und er nannte das damals abgestufte Menschenwürde. Das bedeutet zum Beispiel, dass unter Umständen ein Embryo bis zu einem bestimmten Punkt weniger Menschenwürde hat als die Mutter, die es beispielsweise abtreibt. Ganz interessante Überlegungen, die wir da haben. Wie dem auch sei, ich will nicht über die Menschenwürde referieren, weil das ein komplexes Thema ist. Was mir wichtig ist, offensichtlich ist die Menschenwürde ja nicht so unantastbar, wie wir denken. Ich bin überzeugt, dass die christlich-jüdische Begründung der Menschenwürde, also der Mensch von Gott her gedacht als sein Ebenbild, vor genau solchen Relativierungen schützt. Da wir eben nicht autonom bestimmen als Menschen, was wir unter Menschenwürde verstehen, sondern wir verstehen uns ja von Gott her. Und das ist nochmal ganz wichtig, dieser Gedanke und dieser Impuls angesichts der Diskussion. Und deshalb finde ich unseren Predigttext auch heute so super, weil wir hier etwas erfahren über das, was uns als Menschen auszeichnet. Eben unsere Würde. Aber in einem ganz bestimmten, sozusagen in einer ganz bestimmten Schiene. Also die Menschenwürde existiert laut der Bibel eben nicht aus uns selbst oder aus irgendwelchen, aus unserem Existenz, aus der Natur abgeleiteten Prinzipien, zumindest nicht nur, sondern sie wird in der Bibel zuallererst durch unsere Geschöpflichkeit bestimmt. Also du und ich, wir sind geliebte Geschöpfe Gottes.
Ebenbilder Gottes auf der einen Seite, aber eben auch aus Staub von der Erde. Und genau diese beiden Bestimmungen, das fand ich sehr interessant, für mich zumindest als Beobachtung, genau diese beiden Bestimmungen machen unsere Würde aus. Unseren unantastbaren Wert, aber auch eben unsere deutliche Begrenzung. Und deswegen würde ich heute mal einen Gedanken mit Ihnen teilen, der vielleicht so geht: Die Menschenwürde begründen wir von Gott her, aus unserer Geschöpflichkeit, und zuallererst wird sie in unserem Predigttext interessanterweise von ihrer Grenze her begründet oder von ihrer Begrenztheit. Ich weiß nicht, ob Sie auch den Menschen schon mal als Krone der Schöpfung bezeichnet haben. Ich finde, es ist ein etwas seltsamer Begriff, vor allem, wenn er gebraucht wird in einer Zeit, in der wir gerade dabei sind, alles dafür zu tun, dass dieser Planet kaputt geht. Wir haben es ja geschafft, im Nullkommanix die Lebensgrundlagen zu vernichten, die uns der Planet bietet. Falls wirklich Krone der Schöpfung, kriegen wir diese Krone doch eher aufgesetzt dafür, dass wir Weltmeister im Kaputtmachen sind. Übrigens gibt es in der Bibel für diesen Begriff, der Mensch als Krone der Schöpfung, keinen Anhaltspunkt. Die Redensart hat ihre Vorläufer nämlich schon bei Aristoteles, habe ich mir sagen lassen, der den Menschen als die höchst entwickelte Art, also als die Krone sah. Aristoteles schon, ja, ein bisschen länger her schon. Und jetzt sagen Sie vielleicht als bibelkundige Zuhörer, ja, aber da gibt es doch Psalm 8. Den haben wir gerade gehört in der ganz am Anfang des Gottesdienstes. Und da gibt es doch die Aussage, du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als die Engel. Also wenig niedriger als Gott letztlich. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Aha. Aber ich glaube, das hat nichts zu tun mit dieser Aussage, wir sind die Krone der Schöpfung. Wir sind Gottes Geschöpfe. Wir sind Gottes Geschöpfe und er hat uns Würde verliehen, das ja, nicht mehr und nicht weniger, aber er trägt immer noch die Krone der Schöpfung, nicht wir. Vielleicht sollten wir deshalb mal unsere Ohren spitzen und genau hinhören, was wir in 1. Mose 2 über den Menschen erfahren. Da wird die Würde nämlich zuallererst, wie gesagt, von der Begrenztheit, von unserer Begrenztheit her bestimmt. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Interessante Formulierung, nicht wahr? Wir sind Staub von der Erde. Gott adelt den Staub der Erde, indem er den Menschen schafft. Wie ein Künstler, ein Töpfer, der sein Material formt und daraus etwas völlig Neues schafft, so formt er uns aus Staub aus der Erde. Übrigens gibt es im Text noch ein schönes Wortspiel. Der Mensch wird nämlich da als Adam bezeichnet. Ist kein Eigenname, wie Sie vielleicht denken, sondern das ist einfach der Mensch. Ein Überbegriff für Mensch. Und woraus wird der gemacht? Aus Staub von der Erde, die im Hebräischen Adama heißt. Der Adam wird aus der Adama gemacht. Gott gibt ihm damit eine ungeheure Würde, ein Mensch aus Staub. Und ich habe mir vorgestellt, wie geht denn das? Aus Staub irgendwas zu machen? Also nicht Lehm oder Ton oder Stein, sondern Staub, der vom Wind durch die Luft getragene Staub, und daraus formt Gott uns. Ja, das nenne ich mal einen Mehrwert, den Gott da schafft. Absolut. Aber es ist eben auch die Begrenzung des Menschen. Wir sind aus Erde, aus Staub und damit vergänglich. Und ich glaube, genau das ist die Botschaft. Leute, Menschen, ihr seid so wunderbare Geschöpfe, komplexe Systeme, wunderschön in ihrem systemischen Zusammenspiel, ästhetisch, schön mit der Möglichkeit, euch auszudrücken, zu kommunizieren, selbst Schönes zu schaffen. Was für ein Wunder! Freut euch daran. Freu dich daran, dass du so ein toller Mensch bist, weil du Gottes Meisterwerk bist. Aber denke auch dran, du bist aus Staub und du wirst zum Staub zurückkehren. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, weil uns das vor jeder Art von Höhenflug bewahrt.
Und diesen Höhenflug treten wir offensichtlich immer dann an, wenn wir meinen, wir könnten uns aus uns selber heraus begründen. Ich glaube, wir brauchen diese Demut wieder in einer Welt, in der sich so viele Gott sind und allen Ernstes denken, sie könnten das Leben aus sich selbst heraus erklären und schon wieder die ersten Versuche machen, zu definieren, was Menschenwürde ist. Ich finde das schon ein Stück weit auch bedenklich. Und deswegen brauchen wir die christliche Botschaft so dringend. Wir sind Geschöpfe, wir verdanken uns allein unserem Schöpfer. Wir verdanken uns. Unser Leben ist uns geschenkt. Und wenn Sie es weniger euphorisch wollen, es ist uns gegeben. Dazu haben wir gar nichts getan. Gar nichts. Und das sollte uns demütig machen. Und zwar in dem Sinne, dass wir uns weder überschätzen, nach dem Motto, wir sind die Krone der Schöpfung, noch unterschätzen. Wir sind ja vom Schöpfer mit Ehre und Herrlichkeit ausgestattet. Aber wir haben keinen Grund, uns als die Herren oder als die Herren über uns selbst und schon gar nicht über die Schöpfung aufzuspielen. Unser Verstand ist so begrenzt wie das Leben. Und unsere Möglichkeiten sind so begrenzt aus Gottes Perspektive. In diesen Grenzen dürfen wir ganz viel tun, ausprobieren. Aber dennoch, wir werden zum Staub zurückkehren. Dass Gott diesen Staub der Erde adelt, indem er uns daraus macht, das sollte uns erstmal ehrfürchtig machen. Was für ein Gott, was für ein Geschöpf. Ein Gedanke noch, den der Text uns nahelegt. Die Tatsache, dass wir uns verdanken, nämlich dem Lebens- und Schöpferwillen Gottes, wird im Text nochmal verstärkt. Denn wir lesen ja da, nachdem Gott den Menschen geformt hatte, bläst er ihm den Atem des Lebens, also seinen Lebensatem, in die Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wieder eine spannende Formulierung, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das Hebräische denkt immer ganzheitlich. Und bei dieser Formulierung geht es folglich auch nicht um unsere unsterblichen Seelen oder sowas, sondern es geht um den ganzen Menschen. Der Mensch wird komplett lebendig durch Gott, indem Gott ihm sozusagen etwas von sich selbst gibt. Und das Wort Nefesh, das im Text im Hebräischen steht, beschreibt diese Tatsache und es beschreibt noch mehr. Nefesh, das kann man auch mit Hals oder Speise- und Luftröhre übersetzen, also die Organe, die für das Leben unverzichtbar sind, aber die uns auch sozusagen Luft- und Nahrungsaufnahme ermöglichen. Ich habe mal eine Definition gelesen, von daher umfasst der Begriff der Seele im Hebräischen die grundlegenden Aspekte des Lebens wie Vitalität, Empfindsamkeit, Bedürftigkeit, Sehnsucht, sowie die körperliche und seelische Ganzheit des Menschen. Wir leben vom Atem Gottes. Und wenn Sie es noch einfacher wollen, dann stellen Sie sich mal ein Baby vor. Das ist nämlich genau der Punkt. Wenn wir Nefesh sind, dann sind wir vor Gott im tiefsten Grunde immer Bedürftige, wie ein Baby. Und das macht unsere Würde letztlich aus. Dass wir immer auf Gott bezogen sind. Wir kommen von Gott her, wir verdanken ihm uns und wir bleiben als Nefesh immer auf ihm bezogen. Von ihm leben wir, sind abhängig von ihm. Das ist unsere Begrenztheit. Und ich glaube, dass diese Botschaft wieder sehr laut gesagt werden muss von uns als Christen in dieser Welt. Und zwar mit breiter Brust. Aber jetzt kommt ja noch ein anderer Aspekt, das wäre der zweite Aspekt sozusagen des Gedankens der Menschenwürde, wie sie von Gott her definiert wird. Wir werden ja beauftragt. Wenn Sie aufgepasst haben, was Sie natürlich immer tun, wenn Sie diesen Gottesdienst besuchen, dann sind Sie beim aufmerksamen Hören des Textes vielleicht innerlich gestolpert. Und zwar über folgende Aussage. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Ich könnte Ihnen jetzt vieles über den Garten Eden erzählen. Am Quell meiner Weisheit dürfen Sie teilhaben, aber fragen Sie mich nach dem Gottesdienst. Ich will auf was anderes raus. Also, Gott pflanzt den Garten Eden und setzt den Menschen hinein, den er gemacht hat. Und jetzt sagen Sie, war das nicht andersrum?
hier wird erst der Mensch gemacht und dann pflanzt Gott was für ihn? Da stimmt doch was nicht, oder? Das passt doch nicht mit dem Schöpfungsbericht zusammen, den wir ganz am Anfang der Bibel lesen. Also, ja, die Kids wissen das, die haben das gemacht. Könnten sie jetzt, was war der vierte Tag, was da geschaffen worden? Siebter Tag kennen wir alle, ja, das kriegt er aber hin, ja. Siebter Tag. Was? Pause. Alles klar, da war alles fertig. Also, die Reihenfolge 1. bis 7. Tag kennen wir alle und da geht das ja schön der Reihe nach. Ja? Also vom Licht über die Sterne, über die Pflanzen, über die Kriechtiere und Fische, über die Säugetiere und dann am Ende den Menschen. Hier ist andersrum. So, erst der Mensch, dann die Umwelt. Ich würde jetzt daraus mal keinen großen Widerspruch konstruieren. Auch darüber kann man diskutieren, da gibt es unterschiedliche Ansichten, das erspare ich Ihnen aber heute. Also, während es im Schöpfungsbericht A, so will ich den mal nennen, also Genesis 1, um das große Ganze geht, fährt sozusagen die Kamera jetzt in Genesis 2 ganz nah ran. Und dann beschäftigt sie sich mit den Einzelheiten. Im Übrigen sind die Schöpfungsgeschichten ja auch keine detaillierten wissenschaftlichen Beschreibungen, sondern sie wollen ja die Wahrheit vermitteln, Gott erschafft den Menschen und Gott sorgt für den Menschen. Und das tut er hier ganz handgreiflich, indem er einen Garten pflanzt und den Menschen reinsetzt. Gott in verschiedenen Rollen. Während er im Schöpfungsbericht A nur durch Worte das ganz große Ganze ins Werk setzt, der majestätische König und Herr der Welt, zieht er sich hier jetzt sozusagen den Töpferschurz an, beziehungsweise die Gärtnerschürze. Gott kommt uns mit dieser Beschreibung ganz nah. Kein ferner Gebieter, sondern ein Gärtner, der alles vorbereitet, damit sein Geschöpf Raum haben kann. Raum zum Leben, Raum zum Genießen, Raum zum Gestalten, Raum zum sich vermehren, zum selbst schöpferisch sein. Und deswegen nennen Sie bitte den Garten Eden nicht Paradies. Das kann man zwar machen, hätte auch eine gewisse biblische Grundlage oder zumindest biblische Tradition, aber wenn wir Paradies im Sinne von so einem Schlaraffenland verstehen, dann stimmt das überhaupt nicht, weil das ist es nicht. Der Garten ist der Raum, in dem der Mensch sich ganz mit Gott verbunden fühlt und gleichzeitig ganz verwirklichen darf. Und zwar nicht als Marionette Gottes, sondern als eigenständiger Mitschöpfer des Herrn. Und jetzt merken Sie, was das mit Würde zu tun hat, nicht wahr? Der Mensch aus Staub, lebendig von Gott her und jetzt als Mitschöpfer Gottes, ist der Wahnsinn, was das für eine Karriere ist. Nicht nur, dass er sozusagen geadelt wird aus dem Staub, sondern auch, dass Gott ihn so wertschätzt, dass er ihm einen Gestaltungsraum gibt, eben wenig niedriger als Gott selbst. Mitschöpfer, Mitgestalter Gottes. Der Mensch, so wie ihn Gott sich gedacht hat, bezieht seine Würde also nicht daraus, dass er Spielzeug Gottes ist oder auch nur eine Art Hilfskraft, die der Gott eine Spielwiese zuteilt, sondern er ist Mitschöpfer. Und der Garten Eden ist keine Kunstwelt, kein Ghetto, kein eingehegter Spielplatz ohne Bedeutung. Der Garten Eden ist die Welt. Die Welt, der Gestaltungsraum, der immer noch Gottes Raum ist, aber Gott überlässt ihm zu treuen Händen den Menschen. Und dann gibt er ihm einen Auftrag. Genesis 1, könnte ich die Kids nochmal fragen? Der Auftrag des Menschen in Genesis 1, in 1. Mose 1. Sich vermehren und die Erde beherrschen. Herrschen und untertan machen, war der Auftrag in 1. Mose 1. Und jetzt Ergänzung, bewahren und bebauen. Oder andersrum, bebauen und bewahren. Bebauen, da steckt ja auch wieder, ist ja nicht nur der Bauer, der irgendwas macht, sondern da eröffnet sich eine Welt, die Fruchtbarkeit der Erde nutzen, sie kultivieren, um ihre wunderbare Frucht zu ernten.
Ideen entwickeln, wie das gut gehen kann, neues Denken, neues Schaffen, die Welt erforschen und die Möglichkeiten, die in ihr drinstecken, nutzen. Da merken sie, da wird dem Menschen sozusagen der Forschergeist sozusagen inspiriert. Ich weiß nicht, ob Sie den Vorwurf an uns Christen schon mal gehört haben. Da wirft man uns vor, ihr Christen seid eigentlich schuld mit eurem Herrschen und Untertan machen, dass aus der Welt das geworden ist, was sie geworden ist. Wirklich? Sind wir das schuld, dass wir den Auftrag, vielleicht haben wir ihn missverstanden, aber aus dem Auftrag zum Herrschen und Untertan machen können wir doch nicht ableiten, dass wir die Welt vergewaltigen sollen. Da wären wir wirklich gegen Gott. Deswegen verstehe ich den Vorwurf auch nicht. Das Herrschen und Untertan machen heißt doch nicht, macht euren Lebensraum kaputt. Und die Kritiker müssten ja nur mal ein paar Verse weiterlesen, da sehen sie ja, dass das überhaupt nicht stimmen kann, weil da wird von Bebauen und Bewahren die Rede. Und deswegen verstehe ich den Auftrag Gottes eher als eine Delegation. Ich übertrage euch zu treuen Händen die Verantwortung für euren Lebensraum. Macht was draus. Ja, bemächtigt euch eurer Welt. Entdeckt sie, erforscht sie, nutzt sie zu eurem Nutzen und bewahrt sie. Das ist unsere Würde. Wir sind auf Gott bezogen. Und wir sind autorisiert von Gott, Gottes Treuhänder zu sein auf dieser Erde. Ich will nochmal in einem kleinen Nebengedanken auf einen Vorwurf eingehen, den uns Leute, die nicht Christen sind, auch immer wieder machen. Die sagen, ihr seid wissenschaftsfeindlich. Oh, diese Diskussion Glauben und Wissenschaft, was dann als Gegensatz aufgebaut wird und die Christen stehen immer als die Dummen da, die irgendwie noch an die Schöpfung glauben. Also aus der Bibel kann man es nicht ableiten, weil dieser Auftrag zum Bewahren und Bebauen ist geradezu eine Ermöglichung, habe ich ja gerade schon angedeutet, uns die Welt zu erschließen. Ich bin genau deswegen vom Gegenteil überzeugt, dass gerade der christliche Gedanke des Bebauens und Bewahrens uns ermöglicht hat, die Welt nicht mehr als göttlich zu sehen und sie zu verehren und deswegen auch nicht ranzugehen an die Welt, sondern dass die Welt sozusagen uns zur Verfügung gestellt wird von Gott, damit wir uns ihrer bemächtigen, im besten Sinne. Und das ist für mich ein Grund dafür, dass Gott uns eigentlich Forschung, Wissenschaft überhaupt erst ermöglicht hat. So ist das rum. Und deswegen ist der Auftrag des Bebauens und Bewahrens eigentlich der Auftrag auch, untersucht eure Welt, macht Entdeckungen, nutzt sie für euch, erforscht die Welt, ja, seid Mitschöpfer Gottes. Das ist euer ausdrücklicher Auftrag und deswegen würde ich eher andersrum argumentieren und sagen, Menschen, die das nicht tun, mit denen müsste man eigentlich mal reden und sagen, habt ihr irgendwas richtig verstanden oder falsch? Aber auch hier wieder eine Grenze. Wir könnten bis morgen früh noch über die beiden Bäume im Garten diskutieren. Ich will sie hier deswegen nur kurz anschneiden, weil das wichtig ist. Die Einladung, sich der Welt zu bemächtigen, hat genau am Baum der Erkenntnis ihre Grenze. Gott hat damit dem Menschen nämlich eine Grenze gesetzt, die ihn als Geschöpf von Gott unterscheidet. Und jetzt, da haben wir drüber gesprochen, auch mit den Kids, die sind heute voll mit drin hier. Das Problem war, dass der Mensch genau diese Grenze übertreten hat. Mit der Folge, dass man zwar als Mensch göttliche Fähigkeiten bekam, weil man unterscheiden konnte, was gut und böse ist, aber mit der Erkenntnis nicht umgehen kann, bis heute nicht. Wir wissen vielleicht um Gut und Böse, aber wir können es nicht umsetzen. Und das hat zu den üblen Folgen geführt. Eine Wissenschaft ohne Respekt vor dem Schöpfer und Geschöpf, eine Wirtschaft ohne Rücksicht auf die Ressourcen der Welt, eine Politik, die aus meiner Perspektive überfordert ist und ihre Würde ruiniert mit übelster Gewalt.
Menschen, die nichts mehr anerkennen als ihr eigenes Wohlbefinden und dafür morden oder bis zum Mord gehen. Das ist das Problem. Aber man kann nicht sagen, dass Gott das Schuld ist oder die biblische Botschaft. Dieses Thema will ich hier nur mal anschneiden. Der Schöpfer hat sich die Sache mit dem Geschöpf anders gedacht. Ich komme zum Schluss. Unser Thema war die Menschenwürde. Und als Christen definieren wir die ganz strikt von der Bibel und von Gott her. In ihrer Begrenztheit. Wir sind begrenzt, Staub aus der Erde. Das adelt uns einerseits, aber andererseits, da werden wir hin zurückkehren. Und das sollte uns demütig machen und immer wieder neu sozusagen auch diese Perspektive Gottes mit in Blick behalten lassen. Auf ihn bleiben wir bezogen als lebendige Seelen, von ihm her leben wir. Und dann unsere Beauftragung. Ein Raum, der uns eröffnet wird, wo wir beauftragt werden von Gott, bemächtigt euch dieses Raums. Das dürft ihr. Mitschöpfer Gottes in dieser Welt. Aber damit verbunden auch der Auftrag, die Welt zu bewahren. Nachdem das passiert ist, dass der Mensch sich im Misstrauen von Gott abgewandt ist, können wir das nur ansatzweise noch realisieren. Das ist sozusagen unsere Begrenzung bis zum jüngsten Tag. Das wird hier auf der Erde immer nur stückweise passieren. Sollte uns aber nicht daran hindern, es trotzdem zu tun. Aber auch das wäre eine andere Predigt, wo wir uns mal Gedanken machen, was können wir als Christen tun für die Bewahrung der Schöpfung. Ist immer noch unser Auftrag. Aber das ist ein anderes Thema, deswegen komme ich zum Schluss. Lassen Sie uns Menschenwürde definieren von Gott her. Und lassen Sie uns das mit breiter Brust tun. Wir sind nicht in der Defensive, sondern es ist eine Botschaft, die Welt braucht. Die Begrenzung durch Gott, in Ehrfurcht vor Gott und die Ermöglichung, was Gott uns alles geschenkt hat. Amen. Und so segne dich, Herr, der Herr. Er lasse dein Leben gedeihen, er lasse deine Hoffnung erblühen, er lasse deine Früchte reifen. Der Herr behüte dich, er umarme dich in deiner Angst und stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und erwärme mit seinem Blick dein hartes Herz und überwinde bei dir, was erstarrt ist. Er sei dir gnädig, wenn Schuld dich drückt, lasse dich aufatmen und mache dich frei. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich, er tröste und heile dich, er gebe dir Frieden, das Wohl des Leibes, das Heil deiner Seele und Zukunft bis in die Ewigkeit. So segne dich Gott, der Allmächtige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.